Ich wundere mich, wo mein Zeug zum Teufel geht. Gerade mein... Mein Eisen. Sehr gut, Münzen werden hergestellt. Na komm, du immer. Da sollte wenigstens aus dem letzten Eisenbahn, den wir da noch hatten, auch Ringe hergestellt werden. So, jetzt sollte auch Schmuck hergestellt werden. Sehr gut. Tun jetzt erstmal nur noch nach Bedarf. Da verkaufen wir erstmal ein bisschen Bier. Ausgezeichnet, die Produktion von Stoff und Münzen. Es läuft wie ein geschmiert. Als Krönung haben wir im Wachzimmer auch noch eine Kiste voller Goldmünzen gefunden. Diese sollte sich für die bevorstehende Aufgabe als nützlich erweisen. Kein Güteraustausch mehr jetzt. Gut, wir haben Münzen. 30 Münzen, okay. Das heißt, ich kann noch wenigstens 4 Musketiere anheuern.
könnte dich theoretisch wieder auf einfache Verpflegung stellen, aber nee, lassen wir erstmal so. Obwohl. Einfache Verpflegung. Kleine Brotproduktion sollten wir dann doch aufbauen, denke ich mal. Und dann erobern wir mal den Hafen. Es denkt zum Glück keiner scheinbar dran, eine Kirche zu bauen. Ja, Schiffswerkstatt. Und hier drüben. Hier kriegen wir wahrscheinlich Geld hier, oder? Man munkelt diese Inselberge einen gewaltigen Schatz und einige geheimtypische Geister. Hab keine Angst und kommt näher. Einst waren wir Gefangene wie ihr. Freiheitsliebende Tandria zu Unrecht verurteilt. Wir konnten auf diese Insel fliehen, doch nur um hier den Kelttod zu erleiden. Jetzt sind wir so lange an diese Insel gefesselt, bis wir dereinst Frieden finden. Vielleicht könnt ihr uns einige eurer Geistlichen erlösen. Als Belohnung haben wir Schätze anzubieten. Mhm. Okay, unsere Pikettiere sterben wie die Fliegen. Oh, das war wieder ziemlich verlustreich, aber wir haben es geschafft. Ich sollte auch Bäckereien errichten. So, der zieht sich jetzt ein ganzes Stück zurück. Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Ein wahrlicher bitterer Kampf, aber am Ende hat Gefängniswärter unserem Eisen wenigstens entgegenzusetzen. Der Weg zum Hafen ist nun frei und die ansässigen Händler haben euch ein Begrüßungskomitee entgegengesandt. Möge der Warenaustausch beginnen.
Wenn wir meine Schwester Romy befreien wollen, müssen wir jetzt zuerst von dieser Gefängnisinsel gelangen. Der einzige Ausweg führt über eine Brücke im Westen, die von einem weiteren Posten bewacht wird. Wollen wir den westlichen Posten überwinden, müssen wir die Wachen mit Bier und Münzen bestechen, deine Armee ausheben und sie in die Flucht schlagen. Ich neige zuerst darum, aber was allein zählt, ist Ovids Befreiung. So, jetzt erst einmal. Gibt es überhaupt? Ah ja, auf dem nächsten Ding gibt es Eisen. Okay. Ist aber erstmal unsere eine Seekarte. Noch zwei Händler. Klamotten produzieren wir ja jetzt mittlerweile schon genug. Neue Handelsoption ist verfügbar. So, erstmal hier die Kirche errichten. Das Ganze. Okay, unser Gefängniswärter hier hat immer noch keinen Drang, irgendwas zu tun. Das ist gut. Dann fangen wir schon mal an. Drei Fugen sind 9, also 6 Fugen für Geld zu verkaufen. Wobei, 3 Fugen hiervon, 3 Fugen hiervon. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von euren Kaufleuten errichtet. Thank you.
Ja.